Willkommen bei Brennenden Wunders Astrophysik TV. Wir alle kennen im Sternbild Stier ein offener Sternhaufen mit dem Namen Plejaden. Das ist sozusagen das Siebengestirn. Aber jedoch entdeckte Nicolas Assail im Jahre 1751 ein offener Sternhaufen im Sternbild Schiffskiel, der den Namen IC2602 trägt und die Plejaden sehr ähnlich zu scheinen mag. Hier sieht man ja auf den beiden Bildern die Ähnlichkeiten zwischen den Plejaden und IC2602. Als erstes kann man nämlich erkennen, dass beide Sternhaufen aus blauen Sternen nämlich besteht. Blaue Sterne, also dieser blauen Riesen oder blauen Hauptreihensterne oder so, sind alle gekennzeichnet durch hohe Massen, hohe Leuchtkraft, hohe Oberflächentemperatur, alles überhaupt eine Größenordnung von 10.000 Grad. Und eine niedrige Brenndauer von unter 100 Millionen Jahren. Das sind so die typischen Merkmale von blauen Riesen bzw. blauen Hauptreihensterne. Und haben die Spektralklasse B oder O. Aber jedoch gibt es auch Unterschiede zwischen den Plejaden und IC2602. Das ist erstens das Alter. IC2602 ist deutlich jünger als die Plejaden. Da das Alter bei gerade mal 13 bis 50 Millionen Jahren liegt. Je nachdem, wo man es nachliest oder wo man das erfährt oder so. Die Entfernung liegt bei 480 Lichtjahren, also im Vergleich zu den Plejaden kein allzu großer Unterschied. Und ganz entscheidender Unterschied zwischen den Plejaden und IC2602 ist, sind die Anzahl der Sterne. IC2602 besteht gerade mal aus etwa 60 Sternen und bei den Plejaden sind einige hundert. Der hellste Stern von IC2602 ist Theta Carinae, einer scheinbaren Helligkeit von 2,8 Magnituden. Von Mitteleuropa aus sind die südlichen Plejaden, nennen wir es jetzt mal so, weil dieser Name ja auch korrekt ist, von Mitteleuropa aus sind sie nicht sichtbar. Weil das befindet sich ja auf Stillbild Schiffskiel, also Kiel des Schiffs, und das ist schon auf der Südhalbkugel sozusagen. Also man kann es auf der Südhalbkugel sehr, sehr gut sehen, da die Deklination bei minus 64 Grad liegt. Also südlich der Ekliptik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann auf Wiedersehen.